Der hat mich so krass erwischt, Alter, dass ich fast hin bin. Geil. Guck mal, so geht das. Gut, ich verlasse das Gebiet. Ja, moin, ist da noch einer? Alter, da kommt noch einer. Was ist denn hier los? So, ich nehme mal den hier. Die spawnen direkt von meiner Nose, ey. Was geht ihm an? Ist was Neues? Junger Typ, schick angezogen. Hab nur 2 Sekunden gebraucht, um seinen Live-Inventar-Paket zu finden. Er ist Promoter für einen Club. Bist du sicher, dass er Trace Handy hat? Naja, sein Status, 1000 Likes und dieser Gott liegt einen exklusiven Track. Verdammt, wo finden wir ihn? Yachthafen. Okay. Das hier? Das kann ich nicht machen? Nee. Okay, dann machen wir das hier. Der Yachthafen. Let's go. Ist auch echt interessant, ne? Ist auch echt interessant, dass du da 3 Wege hast. Und ich könnte mir vorstellen, dass man alle machen muss. So. Franklin ruft wahrscheinlich gleich an. No. Agenturkonferenz. Oh. Yachthafen, Yachthafen. Oh, guck mal, die reden gar nicht mehr. Yachthafen ist, glaube ich, das hier, ne? Rufen die nochmal an? Ah, guck mal, jetzt ist es da. Ist doch nicht der Yachthafen. Doch, ist der Yachthafen, aber von der anderen Seite. Nice. Einfach aufgelegt, Alter. Einfach aufgelegt. So, dann sind wir ja gleich da. Vielleicht ruft Imani oder wie die heißt nochmal an. Um mir zu sagen, was ich ganz genau machen soll. Vielleicht muss ich auch gar nicht aussteigen. Ich suche den Yachthafen von Puerto de Sol nach dem Schnellboot. Oh nein, muss ich aussteigen? Guck mal von hier erstmal. Nee, ich kann da rumfahren. Also hier ist nix. Kann man hier so... Da ist ein Jetski. Da unten sitzt einer. Okay, hier sind Boote. Hau mal ab hier. Da unten vielleicht. Oh, da ist ein Kopf. Ich weiß nicht genau, was ich tun muss, aber ich gehe mal davon aus, dass ich dem gleich verfolgen muss mit einem anderen Boot. Deswegen gehe ich mal da runter und guck mal. Weil was anderes wird mir auch nicht übrig bleiben. Bleib bloß nicht ins Wasser, Junge. Das ist alles mit Sicherheitspersonal. Der hat eine Waffe in der Hand. Eine gezogene Waffe. Was ist denn mit dem los? Finde das grüne Schnellboot. Ach so, das grüne Schnellboot soll ich finden. Hä? Grüne Schnellboot? Hier. Ist doch nicht grün, oder? Ach doch. Still das Schnellboot. Und warum hast du eine gezogene Waffe, Freundchen? Weil der mich direkt abknallt, oder was? Vielleicht soll ich den vorher abknallen. Trifft ihn nicht. Ist er hin? Sieht so aus, ne? Okay. Weil ich bin mal, ich gehe mal ganz stark davon aus, hätte ich die jetzt nicht abgeknallt, dann hätten die direkt das Feuer auf mich eröffnet. Suche an den letzten bekannten GPS-Koordinaten nach einer Superjacht. Galaxy Superjacht. Okay, ballern können wir auch.
Gut, dass sie mir nochmal den Hinweis geben, wie man eine scharfe Kurve fährt. Für Leute, die sonst online überhaupt nicht, beziehungsweise die Story wahrscheinlich noch gar nicht gespielt haben. Falls es sowas gibt. Da hinten ist die Yacht. Oh, das ist aber weit draußen, Alter. So, und da soll ich alle niederfraggern oder was? Alle kaputt machen. Ist ja interessant, dass ich so weit rausfahren darf in GTA Online. Weil normalerweise, wenn du so weit rausfährst, dann geht dein Boot kaputt, das geht unter und es kommt ein Hai. Also ich weiß nicht, ob das in Online auch so ist, aber in Nicht-Online, also in Offline, in Story-Modus ist das so. Und da gibt es sogar eine Trophäe. So, ich habe die Yacht gefunden hier. Oh, das ist aber wirklich eine super Yacht, Alter. Gehe an Bord. Da haut was ab, Alter. Da fliegt ein Hubschrauber weg. Flugabwehrsystem? Flugabwehrsystem? Wieso Flugabwehrsystem? Ah! Was macht der denn? So, jetzt wird's witzig. Kommt einer runter? Also der Kegel ist da, ne? Tür ist verriegelt. Der hat geschossen, Alter. Haben die das jetzt mitbekommen? Oh Gott, wo kommt der denn her? Ich weiß nicht, wie der genau die Waffen wechselt, aber das ist echt zum Kotzen. Ich muss nach oben. Ich möchte nach oben landen. Da komme ich gar nicht weiter. Aber vielleicht kommen die ja runter. Schade, dass man das nicht sieht, ob die oben stehen oder unten. Ich komme da nicht lang, Alter. Ich muss hier durch die Mitte. Ist der down? Was? Nochmal hier erstmal. Erstmal sicher gehen, ob hier alles safe ist. Auf der anderen Seite ist, glaube ich, einer, kann das sein? Ja, irgendwo schießt was. Hinter mir? Doch witzig, Alter. Die sehen mich gar nicht, aber schießen trotzdem. Von wo schießen die denn, Alter, wenn die mich nicht sehen? Sind die blöd oder was? Das macht überhaupt keinen Sinn. Was ist das hier? Warum ist denn da eine Treppe? Kann man gar nicht lang. Begib dich auf die Brücke. Ja, die Brücke ist ganz oben, ne? Hier sind welche. Ich weiß nicht, ob die runterkommen.
4 Stück. Komm doch mal runter. Und? Er nimmt halt immer dieses andere Teil da, ey. Schieß mal, schieß mal, schieß mal. Geh anders weg. Okay, den habe ich auch. Noch einer. Da waren noch 4, oder? Noch nicht 4? Habe ich die alle schon weggeholt? Nee, da ist noch einer. Guck mal. Der ist noch nicht down. Was? Okay. Wir sind auf der Brücke, Freunde. Und der denn jetzt, ja? Ah, hier, guck mal. Captain Jack, Alter. So. Finde die Türsteuerung. Wird entriegelt. Wir gleich noch mal einen Snack reinhauen, Alter. Verlasse die Brücke. Also ganz freiwillig werden die mich nicht gehen lassen, oder? Ich habe das schon gehört, wie sie schon wieder geschossen haben. Mach mal ein. Ich schieß mal vor. Ist keiner da. Ist keiner da, Alter. Ein Bild senden. Okay, da hinten ist noch einer. Hab ich. Den haben die gar nicht angezeigt, die Hunde. Der da? Bin mir nicht sicher, wo der war. Finde die Hinweise. Okay, da geht's nicht weiter. Muss ja aber Glück. Oh, erstmal aufräumen. Da war er. Der hat mir meine halbe Weste weggenommen. Sind das Hinweise hier? Das ist aber eine schöne Yacht, Alter. Not good. Ja, not good. Hinweise. SOS. Hat die gerade SOS gesagt, Alter? Kann ich hauen, Alter.
Captain. Ich glaube, hier sind gar keine Hinweise, Alter. Ah, hier ist ein Hinweis. Oh, was ist denn das für ein Klo, ey? Was ist denn das für eine Badewanne? Du bist hier auf dem Meer. Mache ein Foto. Da hat Dr. Dre, Alter. Aber noch einer. Ich habe ein Penthouse. Ich habe eins, ja. Hier oben war ich auch noch nicht. Schießt da einer? Ach, da hinten. Schießt der denn, Alter? Schießt du denn, Bruder? Hier muss noch einer sein, glaube ich. Ist noch nicht oben. Steht der auch wieder auf irgendeinem Ding drauf? Und wo schießt der denn? Keine Ahnung. Gut. Verlasse die Hauptkabine, okay. Das heißt, da draußen ist irgendwie noch Halligalli. Hier nochmal gucken. Ne, dann sind die draußen, Alter. Ich hoffe, es sind nicht so viele. Ach, Hubschrauber sind das. Nice. Der hat mich so krass erwischt, Alter, dass ich fast hin bin. Geil, guck mal, so geht das. Gut, ich verlasse das Gebiet. Ja, moin, ist da noch einer? Alter, da kommt noch einer! Was ist denn hier los? So, ich nehme mal den hier. Da kommt noch einer. Die spawnen direkt von meiner Nose, ey. Obwohl die alten noch nicht mal fertig sind. Wie hätte ich denn da abhauen sollen, Alter? Ach so, mit dem Jetski. Ja, das ist natürlich auch eine Idee. Hilfe! Jo. Verlasse das Gebiet. Und im Hintergrund sind natürlich hier wieder irgendwelche Spezialhubschrauber, ja, die mich nicht in Ruhe lassen. Ich treffe die auch gar nicht. Verlasse das Gebiet, stand da nur. Soll ich wieder zurück zu meinem Kuruma oder was? Kann ja mal da langfahren. Oh, cool. Guck mal, ich hab's geschafft. Nice. Eine Spur wurde auf der Yacht gefunden. Nice. Mhm. Perfekt. So. Direkt ins Wasser gesprungen. Hätte ja auch auf den Steg springen können. Hey, Bosses. Okay. Wie sieht's denn Diamond aus? Unser Promoter hat sich ein Penthouse für eine super exklusive Party gemietet. Und auf seinem Bleeder geht es um Leak. Okay, wir crashen die Party. Komm ins Büro, dann nehmen wir diesen. Okay. Alright.